Ich, lieber Herr Ministerpräsident, liebe Kollegen aus dem Bayerischen Kabinett und aus dem Bundestag und dem Landtag, lieber Stefan Kürzel, sehr geehrte Damen und Herren, das ist immer ein etwas merkwürdiges Format und ich muss sagen, es ist eines der besten Formate, dass man die Eröffnungsrede halten soll nach anderthalb Stunden Debatte und Diskussion. Ja, weil es im Grunde stilbildend ist für das, was diese drei Tage und vielleicht solche Veranstaltungen und vielleicht gerade solche Veranstaltungen des Handwerks eigentlich leisten, nämlich Impulse zu geben, also Ideen auf die Bühne zu bringen oder in die Halle zu bringen. Und dann muss man sich, jedenfalls ich als Politiker, mit den Ideen auseinandersetzen. Und das führt dann immer regelmäßig dazu, dass man den schönen Zettel, den man vorbereitet bekommen hat, also die geschriebene Rede, wegpacken muss, weil die Hälfte schon gesagt wurde. Also glauben Sie mir, dass in meiner Rede stand, die 44 Punkte des Handwerks, die werden wir jetzt an einem runden Tisch abarbeiten und ich erwarte, dass die umgesetzt werden. Und wenn sie nicht umgesetzt werden, kommt der Gegenvorschlag. Jedenfalls muss da jetzt was passieren, das habe ich alles jetzt schon gesagt. Also will ich versuchen, das, was mich bewegt, nach diesen Stunden, anderthalb Stunden, zwei Stunden und vielleicht Sie auch bewegt, noch einmal zu bündeln und als Absprungrampe für diese drei Tage zu nehmen. Und lassen Sie mich mit dem Vortrag von Herrn Bessis anfangen, mit dem Endvortrag, als es um Superhumans ging und der Perspektive eines ewigen Lebens. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Doch ich weiß, dass ich es nicht möchte, weil ich glaube, dass wir sterben müssen, also dass unser Leben endlich ist, dass es eine Zeitlichkeit gibt, ist aus meiner Sicht der Grund, warum unser Leben einen Sinn hat. Ein ewiger Reparaturbetrieb, also jeder Fehler kann korrigiert werden, kann einen ja irgendwann auch aus der Verantwortung entlassen. Man sagt einfach, mache ich dann in 300 Jahren anders. Aber so ist unser Leben nicht und so soll es auch nicht sein. Deswegen bin ich eigentlich als Mensch ganz froh, dass es irgendwann mal vorbei ist und versuche in meiner Zeit, und das wird Ihnen ja für Ihre Betriebe, für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Angestellten, für Ihre Familien ganz genauso gehen, das Beste zu machen. Also das, die Zeit zu nutzen, wie man sie hat. Und deswegen bin ich prinzipiell etwas skeptisch, wenn man ewig Zeit hat, weil es dazu führen kann, dass man diese Verantwortung, die sich aus der Begrenztheit des Lebens im Grunde ergibt, nicht nutzt. Und darüber wollte ich kurz reden, über diese Frage von Verantwortung, die sich aus dem Konkreten ja heraus ergibt. Wenn man den Rahmen um diese Veranstaltung spannt, und dann komme ich gleich zu Bürokratie und Fachkräfte, dann fragt man sich ja insgesamt, warum ist auf einmal eigentlich der Druck bei Bürokratie und bei Fach- oder Arbeitskräften so enorm groß? Und ich glaube, man darf nicht vergessen, in welcher Zeit wir gerade uns hier in München versammelt haben. Die Vorzeichen, wir haben es ja eben nochmal angesprochen, haben sich für Deutschland dramatisch geändert. Wenn ich es in einem Beaumont zusammenfassen will, beruhte unser Wohlstand und die Sicherheit des Landes auf drei prinzipiellen Annahmen. Erstens günstiges Gas aus Russland. Die Amerikaner zahlen für unsere Sicherheit, auch unsere militärische Sicherheit. Und die Welt ist immer offen, vor allem China ist die freundliche Werkbank oder der Exportraum. Und alle drei Sicherheiten sind weg, teilweise dramatisch weg. Und das hat Konsequenzen, nämlich die, dass die Dinge, die wir davor in einer gewissen Gemütlichkeit vor uns hergeschoben haben, auf einmal fatal drücken auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Natürlich hat auch die Bundesregierung, der ich angehöre, in den letzten zwei Jahren Bürokratie geschaffen. Es wäre absurd, das zu leugnen, einfach aus dem Modus heraus, wie Gesetze geschrieben werden. Aber alle Bürokratie haben wir jetzt auch nicht geschaffen. Da ist auch was davor passiert. Und es gab, das werden die Kollegen aus der Politik bestätigen, in jeder Legislatur Entbürokratisierungsimpulse, Gesetze. Das Entbürokratisierungsgesetz oder Bürokratieentlastungsgesetz, das wir jetzt gerade im Kabinett haben, ist das vierte seiner Art. Staatssekretärsausschüsse ohne Ende, und in der Regel war es so, dass sich 10 Leute zusammengesetzt haben, die dann 4 Jahre lang eine Legislatur alle bürokratischen Vorschriften gesammelt haben, am Ende Aktenordner präsentiert haben, wahrscheinlich auch noch Aktenordner, weil alles nicht digitalisiert war, und dann war die Legislatur zu Ende und in Wahrheit ist nur mehr Bürokratie entstanden. So ist das also vor sich hergeschoben worden. Und auch, dass wir ein Fachkräfteproblem haben, kann ja in Wahrheit niemanden überraschen. Dass wir älter werden, biografisch schön, also die Endlichkeit des Lebens ist mal eine andere Sache, aber dass wir gesünder sind, länger leben, länger arbeiten können, mehr Zeit im Ruhestand haben, ist ja eine
gute Entwicklung, aber sie hat eben eine Konsequenz und diese Konsequenz wird in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren und danach dramatisch werden. Es fehlt an Händen und Köpfen. Schon jetzt haben wir 700.000 offene Stellen, die gemeldet sind. Schon jetzt heißt, die Wirtschaft läuft ja nicht, wirklich nicht unter Hochlast. Selbst wenn wir ganz schnelle Genehmigungsverfahren haben, mehr Kapital mobilisieren können, die Auftragslage sich wieder verbessert, die Konsumstimmung sich aufholt. Es fehlt an Händen und Köpfen und die Dunkelziffer dürfte weit größer sein. Also man schätzt auf 2 Millionen offene Stellen jetzt, weil viele Betriebe und ich befürchte gerade viele Handwerksbetriebe gar nicht mehr sich an die Agenturen wenden und sagen, wir brauchen noch jemanden, sondern die fragen im Freundeskreis oder hängen Zettel ins Schaufenster und im Grunde wird Arbeit nicht gemacht, die jetzt schon da ist. Und wie viel dramatischer wird es werden, wenn die nächsten Jahre kommen und diejenigen, die jetzt 60 sind, in großen Altersgehorten mit dann dem Eintritt ins Rentenalter ausscheiden. Es droht wirklich zu einer Wachstumsbremse zu werden, dass wir nicht genug Menschen haben. Deswegen glaube ich, die Hauptaufgabe, die ökonomische Hauptaufgabe und das trifft sehr stark auf die Wirklichkeit in ihren Betrieben, ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Und diese Menschen haben wir in ganz großer Zahl auch jetzt hier im Land, in Deutschland. Ich habe es eben gesagt, 700.000 offene Stellen, vielleicht mehr. Wir haben 1,4 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 30 ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Und 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Da mag auch der eine oder andere dabei sein, der vielleicht ein Faulenzer ist. Aber nicht 2 Millionen plus minus. Das ist eine politische Aufgabe. Eine politische Aufgabe, die uns zwingt, die Dinge, die wir in den letzten Jahren, wo wir auch ein bisschen schludrig sein konnten, aufgebaut haben, noch einmal zu hinterfragen. Diese Leute brauchen Zugang zu Arbeit, vor allem erst einmal zur Ausbildung. Und jetzt gucke ich die Handwerksbetriebe an, die ja so viele offene Stellen haben, und lerne von den Messen, auf denen ich bin. Diese fängt ja erst gleich an und mein Rundgang kommt gleich und ich weiß nicht, was ich morgen alles noch gelernt habe, aber vor 2 Tagen habe ich mit Auszubildenden gesprochen, das war so eine Art Speed-Dating, wo die mir ihre konkreten Anliegen vorgetragen haben. Und sie sind ja sehr konkret, die Wahrheit ist ja sehr, sehr konkret. Die sagen, im Grunde ist das ganze System der Ausbildung ausgerichtet auf den Gedanken, du machst Haupt- oder Realschulabschluss, wohnst noch zu Hause mit 16, da hast du 3 Jahre Ausbildung und dann ziehst du aus. So ist aber die Welt nicht mehr. Wir kommen teilweise aus dem Studium zurück und wollen eine Ausbildung haben. Wir haben zwischendurch was anderes gemacht. Wir sind vielleicht auch noch mal unterwegs gewesen, haben ein bisschen gereist. Und selbst wenn wir 17 oder 18 sind, finden wir es ganz schön, eine eigene Wohnung zu haben, wie die Kommilitonen, die gerade studieren. Dafür ist die BAföG-Ausbildungs-, BAföG nicht ausgerichtet. Herr Dittrich hat mir gerade erzählt, wenn die Betriebe den Leuten einen Führerschein spendieren wollten, müssen die Auszubildenden das als Geldwertenvorteil einreichen. Das mag irgendwie steuergerecht sein, aber es verhindert, dass die Leute in Arbeit kommen. Deswegen ist das keine richtige Vorstellung. An den Berufsschulen, die ja häufig nicht da sind, wo die Handwerksbetriebe sind, fehlt es manchmal schlicht an Betten. Der Unterschied zwischen Ausbildungs-BAföG zu Hause und Ausbildungs-BAföG, wenn man nicht zu Hause wohnt, beträgt bummelig 150 Euro. Das heißt, die Förderung sagt, naja, wenn du ausziehst, dann kriegst du halt 150 Euro mehr. Ich würde gerne mal eine Wohnung in München oder in Berlin sehen, die 150 Euro kostet, plus den Kosten, die man aufwenden muss. Also ich will damit sagen, wenn wir Leute konkret in die Arbeit und in die Ausbildung bringen müssen, dann müssen wir die kleinen und die großen Hürden alle identifizieren und in den nächsten 1,5 Jahren alle wegrasieren. Denn das ist das Paradigma, das ist der Imperativ, den wir haben müssen. Wir müssen die Leute in Arbeit bringen. Wenn wir das nicht hinbekommen, wird die Wirtschaft nicht mehr wachsen können. Das Potenzial des Wachstums wird einfach nicht da sein und dem muss sich im Grunde alles andere unterordnen. Abstrakte Vorschriften zur Steuergerechtigkeit, aber auch die Ausfinanzierung von Berufsschulen oder Berufsweiterbildungsschulen oder Kompetenzzentren. Sonst labern wir nur rum und bringen das, was wir eigentlich erkannt haben, nicht in die Wirklichkeit. Zweiter Punkt, und da habe ich mich gefreut, Herr Ministerpräsident, dass Sie gesagt haben, wir müssen in dieser schwierigen Zeit mehr Wachstumsimpulse setzen, also groß denken.
Ich würde das auch gerne wollen, groß denken und wirklich ein Impulsprogramm schaffen. Das kostet natürlich ein Stück weit Geld. Jetzt ist es ja auch das sehr konkret. Ich habe das so verstanden, dass Sie sich dafür einsetzen werden, dass das Wachstumschancengesetz so klein und homöopathisch ist, jetzt schnell verabschiedet wird und wir dann schnell in die nächste Debatte kommen, ein 2.0-Gesetz zu machen, denn all die Punkte, die Sie genannt haben, degressive AWA, Investitionsprämien für jetzt Anschaffung, die sind ja vorgesehen gewesen und sind dann in der Wirklichkeit runterverhandelt worden, weil es natürlich an Geld fehlt. Und zwar nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch die Länder und die Kommunen. Der Bund wollte ja mehr Geld ausgeben, aber die Länder und die Kommunen haben gesagt, das können wir nicht stemmen. Wenn das also die Problembeschreibung ist, wir müssen Impulse setzen, dass wieder mehr investiert wird, um aus dieser Konjunkturphase, Konjunkturschwäche rauszukommen. Also wenn wir uns einig sind in der Problembeschreibung, dann ist das doch eigentlich total naheliegend, dass man auch die Lösung gemeinsam findet. Ich habe das heute so verstanden, dass Sie das wollen und im Grunde liegen die Karten auf den Tisch. Vielleicht muss man sie einmal noch neu mischen, aber dann muss das Spiel auch ausgespielt werden. Und drittens, und damit möchte ich zu dem kommen, was vielleicht diese Tagung, die den Zukunftshandwerk überschattet, und Herr Dittrich hat das eben auch gesagt, das ist die Frage von, wie soll ich sagen, Wertschätzung. Wertschätzung erst einmal gegenüber den Berufen, wo mit den Händen gearbeitet wird. Ich habe es eben schon gesagt, ich wiederhole es. Es ist gut, dass Menschen sich bilden wollen. Wer wollte dagegen reden? Und das Maximum an Bildung aus für sich zu erschließen, ist ein wertvoller Fortschrittsschritt in den letzten Jahrzehnten in dieser Republik gewesen. Es ist nicht gut, wenn man unter verschiedenen Formen von Bildung moralisch unterschiedlich qualifiziert. Das ist damit auch nie gemeint gewesen. Und die Gleichwertigkeit, die Herr Dittrich ja eben gerade gesagt hat, sie heißt eben nicht Gleichheit. Gleichwertigkeit heißt, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, jede und jeder an ihrem Platz, wirken mit am Wohlfahrt, an der Wohlfahrt und am Wohlstand des Landes. Die Gleichheit, die wollen wir gar nicht haben, aber die Vergleichbarkeit und auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wie im Grundgesetz ja festgeschrieben, sie ist ein kategoraler Imperativ für die politische Arbeit, die wir haben. Und wir sind da falsch abgewogen, das muss man sagen. Ich habe eigentlich den Moment der Erkenntnis gehabt, als es diese Phase gab, wo lauter Doktorarbeiten gefälscht wurden. Und da habe ich mich gefragt, warum machen die das eigentlich? Was ist eigentlich der... Also was soll das eigentlich? Denn ich habe ja auch so ein Ding geschrieben und das war mir wichtig damals, aber offensichtlich hat sich da eine Titelgebelei verselbstständigt, sodass es ein Wert für sich war, sich irgendwie besser zu fühlen, wenn man einen Titel hatte. Das meine ich. Das ist nicht nötig. Wir brauchen natürlich Leute mit Doktorarbeiten, wir brauchen Mediziner, wir brauchen Hirnchirurgen und Programmierer und wir brauchen Fliesenleger und Dachdecker, sonst wird das alles nichts in diesem Land werden. Die Gleichwertigkeit der Berufe wieder auszusprechen und zu leben, das ist tatsächlich dringend notwendig und auch ein bisschen was zurückzuholen, was sich an, wie soll ich sagen, Verschludrigkeit und Vorurteilen in den letzten Jahren da eingeschlichen hat. Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit bezieht sich allerdings nicht nur auf die Ausbildung und die akademischen Berufe, sondern Gleichwertigkeit ist tatsächlich in Zeiten wie diesen eine politische Aufgabe, die weit über diese Halle hinausgeht. Und lassen Sie mich schließen mit wirklich von Herzen einem Wort des Dankes, wie die Veranstalter, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, viele Handwerksbetriebe diese schwierige Zeit ausbalancieren. Ich hoffe, ich bin nicht naiv. Ich kann mir vorstellen, wie in Ihrer Belegschaft geredet wird. Ich wäre wirklich verwundert, wenn alle Kolleginnen und Kollegen sagen, also diese Bundesregierung, das ist das Beste, was wir jemals hatten. Die machen alles richtig und vor allem die Grünen ganz toll dabei. Das erwartet auch niemand, dass das jemals gesagt wird. Ich habe es schon gesagt und das meine ich wirklich ganz von Herzen ehrlich. Offene Diskussion, Protest, das ist alles, macht das Land, wenn es richtig konfiguriert ist, reicher und stärker. Und das muss jeder auch aushalten und jeder im Grunde auch wollen. Was nicht richtig ist, ist, dass mit dem Protest sich irgendwann Menschen nicht mehr trauen, ihre Meinung zu artikulieren. Da ist dann eine Grenze überschritten. Und es scheint mir so, und ich glaube, das ist eine besondere Form von Mut, dass diese Gleichwertigkeit nicht nur zwischen Ausbildung und Akademie eingefordert wird, sondern auch politisch gelebt wird. Ich finde, dass die Handwerker
die Verbände des Handwerks sich durch zweierlei Dinge besonders hervortun. Das erste ist eine Gradlinigkeit und, lieber Herr Dittrich, wenn ich das sagen darf, auch ein Mut in der Aussprache, sowohl in der Kritik, das haben Sie mir häufig genug am Telefon oder in Gesprächen gesagt, was Sie nicht richtig finden, aber auch mit dem geraden Rücken nach außen zu treten und zu sagen, hier stehen wir, so weit gehen wir und weiter gehen wir nicht. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Zeit und ich glaube, Sie stehen hier für das Beste, was das Handwerk zu bieten hat. Den geraden Blick, die gerade Hand, das gerade Wort, aber Anfang an der Stelle. Und das Zweite, und das sage ich wirklich eifersüchtig, dass Sie es immer wieder schaffen, mit einer Kampagne und mit Sprüchen und mit einer Bühne, die Sie hier bereiten, dafür zu sorgen, dass das Handwerk kontinuierlich im Blick der Öffentlichkeit bleibt. Ich darf das als Parteimitglied und Wahlkämpfer sagen, ich glaube stellvertretend für alle Parteien, die hier sitzen, wir gucken immer eifersüchtig darauf, was das Handwerk immer an coolen Kampagnen macht. Und diese drei Tage, sie sollen eine coole Kampagne für das Handwerk sein. Herr Dittrich hat vorhin gesagt, er glaubt, dass Handwerker mit dem Herzen sehen können. Das ist ein tolles Motto für diese Veranstaltung. Die IHM und die Zukunft Handwerk, sie sind hiermit eröffnet. Genießen Sie die Tage. Danke.